Heute begrüße ich bei mir Anna Maria. Anna Maria ist im August vergangenen Jahres von ihrem Ex-Freund mit einem Stanley-Messer angegriffen worden. Sie hat den Angriff überstanden. Sie schwebte kurzzeitig in Lebensgefahr. Jetzt die Frage an dich, Anna Maria, wie geht es dir heute? Ja, besser, was soll ich sagen? Bisschen gut. Gut, jetzt bist du nach 5 Stunden Schlägen ja schon fix und fertig. Also kein Mensch kann normalerweise 5 Stunden Schläge aushalten. Wie war das? Hat er den zwischendurch von dir abgelassen oder hat er 5 Stunden intensiv auf dich? Nein, mit Pausen. Also was hast du in den Pausen gemacht? Pause, genommen diese Nase, diese weiße, keine Ahnung, Name. Keine Ahnung, was schon genommen, vielleicht ist Kokain oder sowas. Und schauen mich immer spucken also, und immer. Du sagst gerade, er hat Pausen gemacht und hat dann immer wieder etwas eingenommen. Immer sowas. Das immer. Heißt, er war tatsächlich. Keiner nicht schon vergessen jetzt. Er war aber dementsprechend scheinbar auf Drogen. Und gesagt zu mir, diese nicht vergessen mein Leben. Du musst jetzt bestorben und nehmen diese Messer und gemacht so mein Leben. Also er hat vorher deine Haare geschnitten mit dem Messer, mit dem Stanley-Messer? Mit das, ja. Und dann? Mit meinem Kopf so nehmen und will meine Skalpen, mich skalpieren so. Keine Ahnung, was will dieser Mann. Wenn ich von diesem gemacht so, von diesem Moment, keine Ahnung, gebe mir Gott ein bisschen die Power und ich gebe einen Fuß so und gehe in dieses Bett und ich gehe raus von diesem kleinen Zimmer, ich gehe in die Toiletten. Und Toiletten, ich sehe nicht viele Blut kommen und ich habe Angst, so panikieren. Und ich bleibe so ungefähr 10 Sekunden und ich sage von meinem Leben, ich bin gestorben oder nichts, ich gehe raus von diesem, vielleicht kommen, machen Tür auf und machen mich dort hier. Und ich habe Glück, Gott sei Dank, ich war Schluss auch und diese große Haustür gemacht offen, ich gehe runter, warum ich habe keine Power mehr. Und ich gehe raus, ich gehe runter und ich aufstehe und ich gehe und ich sehe einen Mann mit Telefon. Ich gesagt, bitte helfe mir, ich kenne nichts mehr. Und dieser Mann, ich gehe von hier in die Wohnung, ich bleibe unten. Und ich gesagt von diesem Mann, bitte gibst du mir ein Glas Wasser. Und ich trinke dieses Wasser und ich bleibe, ich weiß schon so, aber ich bin nichts. Bewusstlos. Ja, ich weiß alles so, ich schaue, aber ich habe keine Power. Wahnsinn. Und alles, ich gehe so, ich weiß schon, wenn ich höre Polizei, ich bin so ruhig. Und ich sehe so viele Leute. Und ich höre auch ihn, ich höre den. War das im gleichen Haus? Nein, die war oben. Und dieser Mann war unten, eine dieser. Stiegenhaus. Ja, wo ist unten? Wo ist ihm da und einer da? Genau, aber es war das gleiche Haus. Ja. Ich wusste so mit vielen Leuten. Die Nachbarn. Ja. Der Nachbar im Erdgeschoss quasi. Ja, genau. Du hattest Glück, dass du ihn getroffen hast. Der hat dir dann quasi das Leben gerettet und dich in seine Wohnung gebracht. Ja. Du bist dir sehr viel geblutet, sehr viel Blut verloren. Ja, ich habe keine Angst. Du hast keine Angst. Ja, ich will bleiben mit ihm. Muss hören auch, was ich gemacht. Du stellst dich im Gericht ihm gegenüber. Ja, ich schaue ihm auch und ich rede. Ich weiß schon, ich bin nicht lügen. Ich bin ganz richtige. Ich kenne nicht lügen. Das heißt, du hast überhaupt keine Angst? Nein. Jetzt ist es so, du sagst, du empfindest keinen Hass, obwohl dir so etwas angetan wurde. Hast du ihm verziehen? Ja, ich, aber Gott, nein. Also du vertraust auf Gott? Ja, viel. Warum Gott gebe mir neu Leben, mein Leben? Jetzt kommen da ja ganz viele Kosten zusammen. Wie kannst du das bezahlen? Wie wirst du das bezahlen? Ich kann es finanzieren, aber ist
ist eine Spendekonto und vielleicht alles kann helfen mir oder sowas. Es gibt also ein offizielles Spendenkonto. Ja, ja, mhm. Ja. Dann wünschen wir dir, dass du auch die OPs überstehst, aber davon sind wir überzeugt, denn du bist eine starke Frau und hast schon so viel Schlimmes erlebt und so viel überstanden, dass das mit den letzten OPs und mit der Finanzierung mit Sicherheit sehr bald und sehr gut vonstatten geht und du ganz bald die frühere Anna-Maria bist, wobei du ja selber sagst, du bist noch stärker geworden. Ja, genau. Und das wollen wir hoffen. Der Prozess geht am 9. März ja. weiter ja. und wir wünschen dir alles Gute, wir wünschen dir ganz viel Kraft. Vielen und Dank. Alles Gute. Vielen Dank. Danke. Danke.